Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern. Servus Erdnuss. Servus Christian, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei einer fantastischen neuen Ausgabe von Pfiffige Ziffern. Diesem LP. Format, bei dem man schätzen muss, wie viel so ein Produkt auf Amazon kostet. Und kaufen! Einkaufen, Geld ausgeben, mal was raushauen. Das hart erarbeitet die Moneten, den Zaster. Wir können das alles nicht mehr machen. Ich bin so froh, wenn wir endlich mal wieder uns im Studio die Hände reichen können und dann einfach schön Beatbox. Weißt du, wie früher, das saß einfach, jeder Beat saß auf deinen Wörtern drauf. Herrlich. Zweiter Beat auf deinen Wörtern drauf saß. Es war fantastisch, aber wir müssen durch, ihr müsst auch durch. Wir spielen pfiffige Ziffern soweit. Man will ja auch mal Spaß haben, man will ja auch mal schön irgendwie shoppen gehen. Früher ist man rausgegangen, irgendwie schön mit den Mädels und den Jungs geht man irgendwie zum IKEA oder Kaufhof. Heute geht das nicht, deswegen gehen wir schon auf Amazon ein bisschen shoppen. Wir gucken mal, ob wir vielleicht was finden, ob im Lars was steht oder so. Mal gucken. Wir haben ein bisschen Geld auszugeben heute. Jeder von uns hat 100 Euro in der Tasche und kann mal überlegen, wofür er die ausgeben würde. Es gibt ein paar Neuerungen, aber eine Sache bleibt gleich. Ich liege in Führung. Schauen wir mal ganz kurz hier rein auf die Krone. Ja, gut. Für alle, die das jetzt im Jahre 2028 gucken und wissen, wie meine Aufholjagd ausgesehen hat, werden sie jetzt natürlich ein Lachen nicht verkneifen können über die Freude von Lars, die noch anhält, einen richtigen Flashback habe ich, daran kann ich mich noch erinnern, als die verflixte Klickskronen so hoch waren. Weiter reicht mein Gedächtnis nicht, aber ungefähr da setzt meine Erinnerung an. Reicht, können wieder weg, wir können uns das Special Effects Budget nicht leisten, wir müssen ein bisschen entschlacken. Weg damit. Wir können uns nur 2 Sekunden leisten. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Ja, also wir müssen Amazon-Produkte den Preis schätzen, den der Hersteller dafür möchte. Es geht los mit einem Klassiker, glaube ich, braucht jeder ab und zu einen Gewitterwarner. Also für selber bauen. Im Grunde könnte es auch jedes andere Produkt zum selber bauen sein. Man muss es halt nur selber bauen. Ja? Kann auch ein Hühnerstall zum selber bauen sein, wenn man die richtigen Materialien da hat. Also, wer hat es nicht schon mal gedacht? Gewitterwarner. Ja, kennst es nicht, du willst irgendwie rausgehen mit den Jungs, mit den Mädels, ein bisschen shoppen, aber weißt nicht, kommt heute noch ein Gewitter, werde ich vom Blitz getroffen mit meinem neuen gewagten Oberteil, man weiß es nicht genau, deswegen will man immer... Ich finde dann nicht genau die richtige Aktion, einfach in eine Mall reingehen und das Gewitter von dann ziehen lassen? Nein, nimmer Mall in die Mall, wenn es so gewittert, das ist doch das alte Gewitterwarn-Sprichwort, also das weiß man doch. Also hier so, vor allem Gewitterwarner, da stelle ich mir jetzt irgendwie so einen riesigen Hightech-Apparat vor, der irgendwie dann genau misst und irgendwie in den Wolken Proben nimmt. Nee, es ist einfach dieses schäbig zusammengelötete Ding. Und das kann messen, wann der Blitz kommt, oder was? Naja, ich gehe davon aus, dass da natürlich einfach nur Luftdruck gemessen wird und dann durch die Luftdruckänderung kann er dir vielleicht 2 Stunden vorher sagen, dass es in 2 Stunden gewittern wird. Im besten Fall kann es sogar irgendwie das 2 Tage oder so vorhersagen. Aber ich glaube das nicht. Steht das nicht irgendwo? Vielleicht in der Beschreibung oder in den Fragen? Ja. Entfernung des Gewitters messen. Ach so, wenn das Gewitter schon da ist. Das ist ein wichtiger Zusatz mit messen, ne? Es geht nicht um die Entfernung eines Gewitters. Ja. Ist das, schrillt da bei dir dein Abzockwarner eigentlich auf? Kannst du mal kurz nachgucken, ob der gerade blinkt hier bei dem Produkt? Ich habe geguckt, LEDs leuchten nicht. Alles in Ordnung, scheint sauber zu sein. Leider funktioniert es bei mir nicht. Der Simulationsmodus funktioniert heute, jedoch war ein Gewitter genau über uns und es tat sich nichts. Warum? Ja, sie müssen es in die Wolke bringen. In die Wolke. So. Also, so sieht das ganze Ding aus. Ach so, das ist ja schon beeindruckend. Vor allem, wie oft hat man Gewitter genau über sich? Und dann hat man schon mal so ein Gerät und das Teil schlägt überhaupt nicht aus. Toll, der hat das hier in so einen schmucken Buchband mit reingetan. Ganz, ganz toll. Ziemlich gut. Folgende Kritikpunkte sind Zweifel, jammern auf. Oh, Unterstrich, höchstem Unterstrichniveau. Nicht schlecht. Oh, der hat sogar im Namen Unterstriche. Ist das der Unterstrich-Fan hier? Der Unterstrich-Boy. Finde ich gut. Funktioniert sehr gut und sieht auch gut aus. Also wunderbar, zufriedene Kunden. Sehr, sehr viel Freiraum hier gelassen. Ja, doch sehr, sehr nützlich. So eine Platine oder nicht? So ein Viech da? Oder
ist da so ein Kasten noch mit dabei. So ein Gewitterkasten. Sag mal. Da ist auch ein Foto von den Menschen. Ja, hier. Er ist ein ja. Ach so, okay. Aber guck mal hier, hat jemand, das wurde jemandem das Leben gerettet, durch diesen Gewitterwahn. Ne? Der hat dir geschrieben, bei Arbeiten am Kaminkopf, bei leichter Bewölkung kam eine Frau plötzlich zum Dachfenster und berichtete mir von Aktivitäten des Gewitterpiepsers. Ich bin flott heruntergestiegen und kurz darauf erschien ein Gewitter hinter dem nächsten Hügel, das mich daraufhin 2 Wochen lang verfolgte und sowohl in mein Auto als auch in mein Bett eingeschlagen ist. Das ist ja verrückt. So, ich komme jetzt hier leider nicht mehr raus, gerade aus dieser Ansicht. Also da sind wir jetzt in die klassische Gewitterwarner-Falle geraten. Mhm. Gehst du ja einfach wieder zurück, Florentin? Ich will jetzt nichts lesen. Wir sind in einem Buch. Moment mal. Meine Güte. Beeil dich einfach. Er legte auf und warf das Handy auf den Beifahrer. Das ist ein interessantes Buch. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Simon Wood. Sorry. Entschuldigung. Nichts gegen Simon Wood an der Stelle. Ich habe einfach blind irgendwo drauf geklickt. Und, okay. Also, Gewitterbauer zum Selbstwarnen ist natürlich. Ja, was kostet? So dieses zum selber bauen, glaube ich, ist immer noch mal so 2-3 Euro günstiger als das Fertigprodukt. Ne? Das ist klar, müssen wir abziehen, da müssen wir dran denken. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das sind ein paar Schaltkreise, ein paar Lämpchen. Gewitterwarner wert? Also was ist einem wert, dass man gesagt bekommt, dass es bald gewittert? Man könnte ja genauso gut einfach googeln, bevor man aufs Dach geht. Also angenommen, ich könnte dir jetzt sagen, ob es in einer Stunde gewittert, ja oder nein. Wie viel würdest du für diese Information ausgeben? Tatsächlich 5 Euro. 5 Euro? Das ist mir wert jetzt gerade. Wirklich? Ja. Okay. Aber nur halt, wenn du das jetzt nicht googelst oder so, sondern wenn du es weißt und es auch eintritt. Okay, alles klar. Und dann kannst du dich drauf anpassen und sagen, gut, dann. Ja, ich will halt so in einer Stunde will ich mit dem Hund raus, ne? Okay. Und wenn ich jetzt schon weiß, ob es regnet oder nicht, kann ich mich schon mal drauf einstellen. So ein bisschen. Ob der Hund den Blitzableiter Cape braucht, ja oder nein. Ich glaube, das ist relativ erschwinglich. Das ist irgendwie so alles Elektrotechnik. Das kriegst du bei Konrad für 2,80 Euro irgendwie zusammengekloppt. Das ist irgendwie nichts. Das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Dazu irgendwie noch so eine Anleitung. Ich glaube, wir sind hier bei, ja, 22,99 Euro. 2,299. Einer von uns beiden wird sich über das Ergebnis freuen. Tja, das ist eine Schätzung, ne? Also ich meine, Gewitterwarner zum selber bauen, das wird jetzt kein Mickey-Maus-Gadget sein, wo man sagen kann, das kostet unter 10 Euro oder so, oder unter 3 Euro. Das ist schon Technik. Ne? Das ist schon eine faszinierende Technik. Ein gutes Produkt, optisch gesehen. Insofern, also haben sie sich was dabei gemacht. Weil wird oft zusammengekauft, Gewitterwarner und Fledermaus-Detektor. Und was steht da? Fledermaus? Gewitter? Nee. Gewitter? Fledermaus-Detektor. Also, in der Regel werden zusammengekauft. Also, Leute, die Angst haben vor Gewitter und Fledermäusen, ja, kommen anscheinend gut zusammen. Was sagst du? Von zwei Dingen will ich wirklich gerne wissen, ob sie sich in dem Umkreis von 100 Metern von mir befinden. Und zwar Gewitter, Wolken oder Fledermäuse. Ich stelle es mir vor, man sitzt ganz friedlich beim Frühstück plötzlich, piep, 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 und alle in Keller. Und hunderte Fledermäuse kommen über einen hinweg. Ja, das ist der gleiche, der auch gerade geschrieben hat. Ich war auf dem Dach und dann hat es geklingelt und tatsächlich kamen dann 600.000 Fledermäuse. Da kam meine Frau aufs Dach und hat gesagt, sie will sich scheiden lassen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, besser als Stimmen. Also ich glaube, es ist ein bisschen teurer. Ich glaube, das ist den Leuten schon ein bisschen was wert. Wir sind hier bei 29,99 €. 29 zu 22, wir sind gespannt und gucken rein. 19,95. Schön, erster Punkt auf mein Konto. Fantastisch. Oh! Ah, die klassischen... Die Kebab-Tüte. Ach, das ist ja fantastisch. Ey, irgendjemand ist bestimmt reich geworden an diesem Design, oder? Ja. Weil egal wo in ganz Deutschland oder in der ganzen Welt wahrscheinlich man sich einen Döner holt, hat man diese Tüte. Wie viele Döner werden jeden Tag verzehrt? Aber ich glaube da eher, dass es so eine Geschichte ist von einem Künstler, der jetzt noch irgendwo in Istanbul in der Ecke sitzt, komplett verarmt. Der hat es mal gezeichnet oder so und irgendein findiger Geschäftsmann hat dann einfach sein Motiv geklaut. Ja, und bis heute hat er keinen Cent davon gesehen.
Also ist nicht schlecht. Tatsächlich habe ich auch schon mal Burger serviert gesehen in diesen Döner-Kebab-Tüten. Also da ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das vom Gesundheitsamt hier so in Ordnung geht, aber ich glaube, die werden wesentlich häufiger verkauft, als man meint. Das sind 100 Stück. 100 Stück. Döner. Ist ja gar kein Fleisch mehr. Aber was war früher so, eher Döner oder eher Burger? Nee, Döner. Großer Fan von Döner. Immer noch nach der Schule beim Dönerstand vorbei. Und dann schön ohne Schaf und dann nach Hause und dann nochmal Mittag gegessen. Und das jeden Wochentag. Also ich glaube, da lässt sich schon mal erklären, warum, sage ich mal, Sport nicht mein Ding war damals, sagen wir so, in der Kindheit. Also wir haben eine Menge 2-Sterne-Bewertungen tatsächlich. Interessanterweise, wir haben hier einen kleinen, also mal statistisch kurz analysiert für alle im Raum, die kein Abitur haben. Also man sieht hier, dass tatsächlich 2 Sterne statistisch überrepräsentiert sind. Okay, aber lose im Maxi-Brief? Ziemlich unhygienisch. Artikel, die mit Essen in Berührung kommen, sollten eingeschweißt sein. Servietten sind schließlich nicht abwaschbar vor dem Gebrauch. Zu wenig. Ich hatte 400 bestellt und es waren nur 300. Und es waren nach Abzählen 350 Stück? Wow. Da hat er den ganzen Tag nur Dönertüten gezählt. Ganzen Tag. Ja, aber bevor du tatsächlich an Dönergrill darfst, musst du erstmal wie so ein Sumo-Ringer durch die ganz harte Schule und erstmal tagelang nur Dönertüten zählen und Salatblättchen abzählen und dann wirst du überhaupt erst an den Spieß gelassen. Das ist die klassische Praktikantenaufgabe. Ja. Gibt es Praktikanten in Dönerbuden? Bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob die Schule das so gerne sieht. Ich glaube, das hat sie selber auch schon mal erzählt. Die liebe Julia von der BTF, die Autorin, hat ja erzählt, dass sie als Schülerin bei einem Hähnchenstand Praktikum machen wollte. Schülerpraktikum Hähnchenstand. Das hat die Schule nicht erlaubt, weil es sozusagen kein akzeptabler Beruf für eine Gymnasiastin ist. Und sie wollte einfach nur zu dem Hähnchengrill. Aber fand ich sehr lustig. Aber so geht es wahrscheinlich vielen Schülern, die sagen, nein, ich will einfach nur zum Kebabladen und einfach ein bisschen schön da rumsägen mit dem Schwert. Wie oft gab es eigentlich große Probleme im Bildungssystem, ganz ehrlich. Wenn sie jetzt beim Hähnchenladen gewesen wäre, dann hätte sie da vielleicht irgendwie verstanden, wie man Hähnchenladen führt. Und ja gut, ich weiß nicht, wo es hinführt, aber es wäre bestimmt erfolgreich, also wirtschaftlich total erfolgreich gewesen für sie. Und sie hätte ihren Traum erfüllen können. Was ich mir denke, weil der Hähnchenverkäufer steht ja auch direkt vor diesem Grill. Warum wird der nicht durch und knusprig eigentlich? Geht der manchmal nach Hause und zieht sich so seinen Tisch aus und merkt sich, scheiße, ich bin komplett durch. Ich habe knusprig, Kruste überall. Ich bin komplett durch. Ich glaube, dadurch, dass sie ein bisschen weiter weg vom Grill steht, dauert es einfach. Und Dönerladenbesitzer, die gehen nie in Rente, sondern die hören auf zu arbeiten, weil sie gar sind. Und dann gibt es zu Hause immer so ein großes Familienfest. Und dann sägen sie an sich selbst so die Stücke ab und naschen das so. Und sie machen immer so, alle 10 Jahre kommen die mit so einem kleinen dünnen Spieß, wie so bei einem Brot, wo man testet, ob das schon durch ist oder einen Kuchen. Und dann stößt man den so ein bisschen ein, sticht man dem so ein bisschen in den Bauch und guckt, ob der schon gar ist. Herrlich. Ich glaube auch, dass tatsächlich Dönerläden nie überfallen werden, weil der Dieb immer Angst hätte, dass der Dönerverkäufer sich einfach mit diesem Schwert wehrt. Weil der hat den ganzen Tag ein Schwert in der Hand. Und wenn jemand sagt, hier komm, ich will, pack mir mal 10 Döner ein, ich habe nicht vor zu zahlen mit gezogener Waffe, dann wird der weggekämpft mit diesem Schwert. Ja. Ist natürlich aus rein geschichtlich-politischer Sicht der letzten 3 Jahre eine schwierige Aussage, aber wir kommen mal zu unseren Schätzungen. Also, okay, da kennst du dich jetzt besser aus als ich. Ist das jetzt hier so eine Dönerbude? Bestellen die das wirklich auf Amazon? Also kann man das nicht im Großmarkt irgendwie noch viel günstiger kriegen? Ist es eher so ein Gag, weißt du, so ein für Hipster, wenn die Freunde einladen und dann gibt es da den veganen Burger aus so einem Döner-Kebab-Ding? Das wäre schon ein guter Gag. Ja, kann schon sein. Ich glaube, es gibt aber auch tatsächlich viele Hobby-Döner-Schneider, die sich dann irgendwie so einen Spieß besorgen, irgendwie für einen schönen Familienfeier oder sowas in der Ecke, glaube ich, kommt gut an. Also, wie viel kostet 100 Stück Papier? Ich meine, wie viel kostet eins? Nee, fang damit nicht wieder an. Ich kann dir nur raten, einfach mal ein bisschen besser zu schätzen. Also, ich sage mal, 100 dieser Tüten. Ich meine, ein Döner kostet, sagen wir mal, 4,50 Euro. Davon sind 1 Euro Fleisch, 50 Cent Zwiebeln, 30 Cent Tomaten, haben wir insgesamt 2 Euro Material,
dann bleiben für die Tüte noch, sagen wir mal, 50 Cent übrig. 10 Cent, 5 Cent, 5 Cent pro Stück. Und dann noch mit Feta obendrauf, vielleicht 5,50 Euro zum Mitnehmen mit einem Ayran, bis bei 7 Euro. Dann irgendwie, keine Ahnung, holst du dir noch vielleicht so ein kleines Tiramisu oder sowas, vielleicht noch eine Mezzomix obendrauf, dann bist du bei, sagen wir mal, 11,80. Und dann, wie viel davon ist jetzt die Papiertüte? Ich sag 5 Euro für 100. Hey, nicht schon wieder anfangen. Du bist so ein Frechdachs einfach geworden. Du, wenn ich das gerade hier dir vorrechne, glaubst du, ich lasse mir dann von dir da irgendwie schön die Tomate vom Spieß nehmen oder was? Sicher nicht. Also folgendes, ich finde, in meiner Vorstellung sind 10 Cent für so eine Tüte schon, also pro Tüte finde ich schon echt viel. Mhm. Aber ich glaube, dass du das wirklich, wenn du eine Dönerbude besitzt, kaufst du das in nicht in 100er Packen, sondern in 1000er bis 10.000er Dingern. Und dann kommen wir wahrscheinlich auf einen richtig günstigen Preis. In dem Fall, wenn du es nur in 100 Dinger kaufst, kann ich mir schon vorstellen, dass es 10 Cent kostet. Deswegen sind wir bei 10 Euro. Genau, Christian merkt ja auch an, natürlich wäre der Preis, wenn man 10.000 Stück kauft, geringer, aber für einen Spaß auf der Geburtstag war es vollkommen in Ordnung. Also, Paulsen sagt, dass es so ein Gag ist für Geburtstagsfeten. Du, 90% von Amazon sind Gags für Geburtstagsfeten. Du sagst 10 Euro, ich sag 5 Euro, einer liegt näher dran, bitteschön, da sind wir 4,74 Euro, verdammt bin ich gut. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Heute bin ich richtig gut drauf. Und weitergehe. Okay, jetzt sind wir in meinem Bereich. Persönlich will zum Beispiel auch keine Party mehr feiern, ohne so ein Gewittermessgerät. Nee. Auf jeder Party muss so ein Gewittermessding da vorhanden sein. Nicht seit dem, was auf deinem Geburtstag passiert ist, wo irgendwie sämtliche Tanten vom Blitz getroffen wurden. Alle drei Tanten gestorben. Wow. Ohrenreiniger. Oh Gott. Ich habe tatsächlich ein Baby gezeigt. Oh, ich habe tatsächlich Erfahrung mit Ohrenreinigern und mein Tipp an euch ist: Lasst es. Das bringt alles nichts. Hast du sowas gekauft oder was? So ein Teil? Nee, nicht elektrisch. Aber ich habe so ein Pinzettenset und so. Aber funktioniert nicht. Ist nicht meins. Also ich persönlich kenne zum Beispiel keinen Menschen auf der ganzen weiten Welt, der so viele Ohrenstäbchen wie du verbraucht. Du, ich hatte tatsächlich eine Phase, und da bin ich nicht sehr stolz drauf, wo ich wirklich süchtig nach Ohrenstäbchen war. Da hat ein Arzt gesagt, legen Sie diese Ohrenstäbchen weg. Ja, aber das fühlt sich so gut an. Das war für mich wirklich wie eine Sucht. Das weiß nicht, vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Ich habe irgendwie so den G-Punkt so direkt in meinem Gehörgang drin und brauchte einfach ein Stück, um da ranzukommen. Und deswegen hatte ich tatsächlich immer wieder Gehörgangsentzündungen. Einfach weil ich es nicht lassen konnte, da immer reinzupulen. Das war ganz spannend. Spätestens, als unser Bad voller Blut war, habe ich dann wirklich mal gefragt, was soll denn das? Was gibt dir das denn, Florentin? Und jetzt kommt diese neue Erfindung. Die ist nämlich schonend. Da gehst du einfach rein mit, steckst du dir ins Ohr und dann vibriert es oder was? Aber ist bestimmt total geil. Total, absolut. Und man muss husten. Das ist ganz merkwürdig. Das ist ganz verkabelt irgendwie. Wenn du dir in dein Ohr was steckst, musst du husten, weil das alles so zusammenhängt irgendwie. So, das ist so die Kontrollelemente, wo eigentlich nur das Gehirn Zugang hat, aber da kann man auch direkt dran. Ja. Das ist schade, dass es keinen Corona-Test gibt, wo man sagen kann, wenn ich zum Beispiel so ein Wattestäbchen ein bisschen zu tief ins Ohr stecke und du hustest, dann weißt du, dass du Corona hast. Das ist nicht, weißt du, so ein Knopf. Du, an dieser Stelle, der ihn erfindet. Ja. Pausen. Wir warten alle auf dich. Also ich glaube, das dreht sich. Das ist so eine Art Bohrer und der dreht sich einfach mit einem Lämpchen sogar. The ear canal. Ich glaube, die Idee ist, dass man jemandem anderen die Ohren reinigt. Oh Gott, stell dir das mal vor. Könntest du das vorstellen, dass du zu deiner Partnerin, deinem Partner gehst und sagst, kannst du mir mal die Ohren freischaufeln? Da brauchst du schon echt ein Vertrauens. Gibt es so Ohrenfreischaufel-Salons, so wie ein Friseursalon, dass da einfach reihenweise Leute reingehen und sich die Ohren auskratzen lassen? Ja, Ohrenarzt halt, glaube ich. Die haben da, glaube ich, das beste Material. Aber ja, aber wenn du so zum arabischen Friseur gehst, dann haben die das, glaube ich, auch. Dann machen die da auch alles. Ich glaube nicht. Wenn du da hingehst und sagst, ich habe meinen elektrischen Ohrenreiniger mitgebracht, können sie mir ins Ohr reinstopfen. Ich weiß nicht, ob die da so Bock drauf haben. Naja, gut. Also, was kostet so ein Ohrenreiniger? Die Leute sind begeistert, ne?
oder? Überwiegend positiv? Ja, tatsächlich überwiegend positiv. Sehr billig, so etwas lasse ich nicht in meine Ohren, von Patrick von Velasco. Die Anleitung ist nur Chinesisch und Englisch. Anleitung und Packung sind mit Schreibfehlern übersät. Die Silikonaufsätze wirken sehr hart und rau. Kann mir nicht vorstellen, dass das gesund für die Ohren ist. Also, Patrick von Velasco ist auf jeden Fall enttäuscht. Ja, es ist aber tatsächlich eine riesige Industrie. Ohrenreinigung, es gibt halt tatsächlich Mittel, die man sich ins Ohr schießen kann, das dann irgendwie das auflöst. Es gibt verschiedene Pinzettensets. Es gibt irgendwie dann immer auf Instagram sieht man auch so die neue Zange, die das rauskriegt. Es scheint ein riesiges Bedürfnis dafür zu geben, dass Leute ihre Ohren reinigen, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist. Und diese Kerzen sind auch Bullshit, ne? Habe ich mal gehört. Kompletter Bullshit. Ich habe mir auch Ohrenkerzen besorgt und es ist das Weirdeste. Es ist erstmal ganz weird, weil sich das ganz komisch anhört, weil die brennen ja dann und es ist so wie so knistern, aber so ganz, also als würde dein Ohr brennen. Und mein Ohr, gut. Einmal habe ich es auch ein bisschen verhauen und dann hat mein Ohr kurz gebrannt. Eben. Aber es hört sich ganz an. Ne? Herr Brandmeister, mein Ohr brennt. Oh, haben Sie meinen Mixtape gehört? Nein, schnell, kommen Sie. Herr Brandmeister. Ja, so nennt man das. Lange nicht gehört. So nennt man also, meine lieben Leute, ist es das weirdeste Gerät, wenn du bei einem One-Night-Stand ins Bad gehst und dann siehst du dieses Gerät und du belegst die ganze Zeit, was ist das? Oh nein, es gibt in dieser Welt der sag ich mal, Peripherhygiene noch viel merkwürdigen Scheiß. Ich hoffe, wir werden heute vielleicht noch das eine oder andere Produkt in diese Richtung sehen. Ich sage, das ist ein gut bewerteter 126 Sterne, 4,5 Sterne Bewertung. Es ist, was kostet so eine elektrische Zahnbürste? Kostet vielleicht 30 Euro aufwärts bis zu 100 Euro. Ohrenreiniger, da sprichst du natürlich wieder die Gefühle der Leute an, Hygiene, aber wir hörten schon davon, es sei aus so China-Ware. Wobei, muss ja gar nicht unbedingt sein, aber weil es auf Chinesisch dasteht. Geht wieder nichts, aber ja. Gehst du bitte wieder zurück? Nee, genau, nicht zur Butter, jetzt einfach wieder zurück. Ich habe leider keine Kontrolle. Ich klicke jetzt. Du willst wieder zur Butter, Florentin. Ich weiß, wir waren da schon genau dem Punkt. Ich habe leider die Kontrolle verloren. Heute gibt es keine Butter mehr für dich. Amazon kann so schnell gar nicht liefern. Oh, scheiße, sorry, Mann, es tut mir leid. Ich verliere mir die Kontrolle und dann klicke ich irgendwo hin. Jetzt ist gut. Gut. Also Leute, ich sage, das Gerät kann mehr kosten als eine billige Zahnbürste, aber weniger als eine teure Zahnbürste. Wir sind hier bei 39 Euro und, nee, sagen wir 34,99 Euro. Oh, da kommt sie rein. Ich meine das Ding wie... Mach mal dein Ohr ran. Ja. Oh, ja. Oh, ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Nee, du musst da... Das ist richtig. Ja, sehr gut. Sehr gut. Oh, es fühlt sich sehr gut an. Vor allem das Ding vibriert ja nur, ne? Ich glaube, das ist technisch gesehen gar nicht so anspruchsvoll. Ich glaube, es ist billiger. Ich bin bei 19,99 Euro. Ja. Was macht denn eine elektrische Zahnbürste? Naja. Vibrieren. Ja. Oder? Ich weiß es nicht. Ich meine ja nur, dass dein Argument komisch war. Na, ich hatte tatsächlich als Kind eine elektrische Zahnbürste, aber da sind dann irgendwann die Batterien ausgegangen und ich war zu faul, die auszuwechseln und habe dann einfach normal mit der weitergeputzt, als wäre es eine normale Zahnbürste. Und irgendwann hat mich dann meine Zahnärztin halt gefragt bei so einem Zahntest halt so, hast du eine elektrische oder eine normale Zahnbürste? Und ich habe gesagt, ich habe eine elektrische Zahnbürste, benutze die aber wie eine normale, weil die Batterie leer ist. Und ich glaube, nie wieder hat mich ein Mensch so enttäuscht angeschaut, wirklich so... Das ist so, wie wenn ich irgendwie ein Auto hätte, aber das immer so mit den Füßen antreiben würde, wie ein Skateboard und dabei mir das Benzin ausgegangen ist. Aber ich fahre schon immer noch mit dem Auto, aber treib's halt von eigener Kraft. Einfach so, nee. Oh Gott, das ist ja vor allem, ist es, ich habe das vielleicht mal gemacht oder so, aber dann halt mir jedes Mal die Zähne fast ausgehauen, weil du dann auch nur so diesen dünnen Kopf hast. Ja, also ich sag, da haust du die Zähne aus, ey. Ich sag 19,99 Euro, du sagst irgendeinen Unsinn, ich hab's vergessen, wir gucken mal kurz rein. Es sind 30,99 Euro, nicht schlecht. Da hat Paulsen dann vielleicht auch noch einen kleinen Schuss. Oh, Nostalgia. Oh, eine Gameboy-Uhr. Oh, die muss ich haben, ich bin ja auch so ein Nerd. Oh, die muss ich haben. Das ist wieder was Klassisches, ein kleines. Irgendwie, haha, du mochtest das Gameboy doch damals so sehr. Ja, jetzt spielst du mal nicht zu 100. Du weißt genau, dass 60% unserer Zuschauerinnen und Zuschauer gerade sagen, ey, ich finde das wirklich geil und ich würde es mir gerne kaufen. Und wenn ihr es kauft, dann schön über den Affiliate-Link.
Ey, ihr könnt alles, ihr habt, jeder von euch hat 100 Euro heute. Sagen wir mal, jeder von euch kriegt 100 Euro oder ihr habt 100 Euro. Und ihr müsst ja ausgeben, alles über Affiliate. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Kriegen Sie von dir 100 Euro oder haben Sie zu Hause 100 Euro? Das muss ich nochmal nachfragen. 100 Euro und geben es heute aus. Und kauft davon so viele von diesen Uhren, wie ihr möchtet. Ohne Witz, davon kauft einfach 20 Stück und verschenkt den Rest eures Lebens. An alle so 90s, 80s Kids. Ja. Kids. Gregor, kriegst du damit auf jeden Fall ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ja, ja. Hat aber nur 3 Sterne. Gerne mal das so einführen. Wir hatten ja bei für Flixe Klicks gibt es ja diese Einsendung von Zuschauern. Bei Piffige Ziffern ergibt es nicht so viel Sinn. Aber ihr könnt uns ja Fotos schicken, wenn ihr wirklich, weil es gibt ja ein paar Leute, die Produkte gekauft haben. Dann schickt uns mal die Fotos von euch mit dem Produkt, das ihr gekauft habt. Ja, gerne. Tatsächlich, die Dominosteine hat jemand gekauft. Mhm. Und ich glaube, eine von diesen potthässlichen Lampen hat auch einer gekauft. Hier gibt es sogar eine PlayStation One einfach komplett als Uhr. Das finde ich dann auch clever irgendwie. Ich hätte gerne eine Gamecube. Aber auch die Größe von der PlayStation One. Ich glaube, ich hätte gerne eine Gamecube als Uhr, einfach direkt so drauf. Also wir gucken mal, warum ist sie so schlecht bewertet? 40% ein Stern. Ja, das ist nix. Ich weiß nicht, ob jetzt noch so viele Leute das kaufen wollen. Totaler Schrott. Batterie ist schnell leer, das glaube ich. Uhr war defekt, tot, keinerlei Funktion. Ja, gut, dann ist schwierig. Finger weg, Optik top, Funktion flop. 3-mal beschädigt. Ich habe die Uhr als Sammler insgesamt 3-mal hintereinander gekauft und 3-mal hintereinander eine mit defekter Verpackung. Nee, ey, aber irgendwann gibst du auf. Uhr defekt, einfach kaputt, nichts funktionsfähig, Display fällt aus. Müll, Schrott 2-mal ausgetauscht und alle defekt. Scheiße, ist das Schrott. Aber was sagen die Leute, die es richtig geil finden? Super Preis-Leistungsverhältnis. Aha, es ist Schrott, aber extrem billig anscheinend. Passt sowohl an einen Frauenarzt als auch an einen Männerarm. Trotz des günstigen Preises. Aha, gibt es verschiedene Extra-Features, Beleuchtung und Anzeige der Wochentage. Ja, gut. Also, ich weiß nicht, wem ihr vertrauen möchtet. Vor allem, wenn es so Crap-Bewertungen hat, ist es für mich immer ein Zeichen, immer als Geschenk kaufen. Weil Reifen steht da auch. Du stellst ihn nach 2-3 Jahren in den Weinschrank und dann packst du es aus und dann ist es ein richtig geiles Produkt. Hast du sie direkt angezogen? Nein, die muss erstmal schön in den Keller für 2,5 Jahre. Kannst du nicht direkt anziehen? Wenn du die Packung aufmachst, dann auch nochmal eine halbe Stunde warten und dann aufziehen. Atmen. Das funktioniert nichts. Du wartest 3 Jahre, lässt es im Schrank liegen und es geht gar nichts. Ja, oder? Das ist auch so gleichzeitig noch ein Tamagotchi und die Leute haben es einfach nicht rechtzeitig gefüttert und dadurch ist es defekt gegangen. Wir wissen es auch nicht. Also, die Leute betonen, wie billig dieses Produkt ist und Uhren sind fucking billig. Ich glaube, das ist somit die billigste Technologie, die man haben kann. Es ist extrem billig. Also, es ist ein Stück Plastik. Billig, glaube ich, ist hier, was weiß nicht, 5 Euro, 6 Euro. Ich sag's nochmal, weil du gerade 2-mal gemacht hast. Jetzt komme ich 2-mal hintereinander. Ich sag mal so, es ist immer noch eine Digitalanzeige, es ist pfiffig, es ist ein Gag, so, da zahlst du keine 3 Euro. Verdient für. Das heißt, das Wort pfiffig? Ich weiß es nicht. Ja, das ist schon pfiffig. Und deswegen sage ich, eine Uhr kostet immer mehr, als du gerade denkst. Wir sind bei 11,99 Euro. Nee. Bei 11,99 Euro würden die nicht sagen, trotz des geringen Preises noch ein Feature. Ja, was kostet denn eine Digitaluhr, wenn du die kaufst? 50 Euro. Keine weiteren Fragen. Ich sage, wir sind hier bei 7,99 Euro. Ich glaube, die ist wirklich günstig. 7,99 Euro. Pelsen sagt... Das ist so günstig, ey. Ja. Da bin ich überrascht. Ich sage 7,99 Euro. Pausen was anderes. Wir gucken nach. Es sind 17,99 Euro. Und da bin ich wieder. Zack. Was dein Tag. Ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Du hast keine Tage mehr. Räucherstäbchenhalter zu Hause. Drache, Rückfluss, Räuchergefäß mit 10 Pieces Rückfluss, Räucherkegel. Also, wir haben hier dabei. Einen Drachen, der anscheinend Rauch erzeugt, der schwerer ist als Luft und dann so runterfließt. Aber man kann da auch ein normales Räucher. Ich glaube, das wäre vielleicht das Schlimmste für mich auf einem Date, wenn man nach Hause geht und sie hat Räucherstäbchen. Mhm.
Ist nichts gegen Leute, die Räucherstäbchen haben, aber ihr seid verloren. Ihr seid einfach verloren. Und ihr kommt auch nie wieder zurück. Nie wieder. Ihr seid verloren. Ihr seid abgekommen vom Weg. Abgekommen. Also ich würde fast sagen, wir haben beide Leute in der Familie, die sowas haben. Insofern solltest du nicht zu laut jetzt. Aber welche Leute kaufen das? Entweder, glaube ich, so 16-jährige Fantasy-Leute, die irgendwie Dungeons and Dragons spielen und auf LARPs gehen und so. Und ich sage das nicht abwertend, weil ich das auch bin. Die, gerade hast du ja noch gesagt, dass es alles Schwachköpfe sind und dass sie total verloren sind. Es gibt ja auch in diesen Kulturen unterschiedliche Leute. Oder es sind, glaube ich, so 50-jährige Leute, die nochmal irgendwie richtig cool sein wollen und dann sich so ein Drachen aus so einem Drachen-T-Shirt oder so ein Drachen-Tattoo nochmal stechen lassen. Mhm. Oder so asiatische Schriftzeichen. Gibt's noch, 20 Ecstasy-Pillen gibt es auch dazu, oder was ist das? Oder ist das das Rauchding, was dann quasi verraucht? Das ist so ein Stück, das machst du auf die Stirn da drauf, ist es doch, oder? Auf dieser Stirn von einem Drachen. Da ist es drauf und das zündest du an. Ja, genau. Es gibt zwei verschiedene. Entweder dieses Räucherstäbchen oder diese Bombe da oben drauf. Eight Sleeping, Tea Ceremony, Club and Chamber, Yoga und Afternoon Tea. Vor allem, ich könnte im Leben nicht schlafen, wenn neben mir erstens eine Sache brennt und Rauch erzeugt wird und zweitens der ganze Raum Ey, du glaubst nicht, wie sehr einen Gerüche davon abhalten können zu schlafen. Man denkt ja immer so, klar, Licht an, nervig, Lautstärke nervig, aber ein beißender Geruch im Raum und du kannst nicht schlafen. Vergiss es. Keine Chance. Ja. Also irgendwann gewöhnt man sich dran, ne, an jeden Geruch, aber ich gebe dir trotzdem mal recht, einfach jetzt mal, weil ich dir auch mal gerne wieder recht gebe. So, was ist der schlimmste Geruch, an den du dich gewöhnen musstest? Dein Hund, oder? Den Geruch von toten Menschen. Na gut. Ja, stimmt. Das dauert ein paar Wochen. Und deiner? Tatsächlich Katzenurin. Das war tatsächlich in meiner WG, da hat die Katze meiner Mitbewohnerin ständig in mein Bett gepinkelt und es war das Schlimmste der Welt. Die schlimmste Zeit. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Gut, anderes Thema. Haben wir das auch geklärt? guck mal, hier können wir ihn sogar mal in Aktion sehen. Da fließt dann dieser Rauch ab. Herrlich. Oh, okay, GEMA, glaube ich. Weiß ich nicht, da ist die Yakuza hinter uns her. Das war natürlich. Glaubst du, das war wirklich ein Lady Gaga-Song gerade? Also, Kegel stinken, sonst okay. Weder sieht es besonders gut aus, noch riechen die mitgelieferten Kegel angenehm. Nein, im Gegenteil, es stinkt. Es stinkt. Verpackt ist aber, da muss ich ehrlich sein, eine der am besten aussehenden, Punkt. Aber nicht die Qualität, Punkt. Insgesamt eher unzufrieden, Punkt. Der Rauch sammelt sich nicht wirklich in der Schale unten. Fließt aber schön in sie hinein, sofern keinen Luftzug gibt. Schön anzusehen. Wie die Verpackung also, ist das Schönste, was er je also wie die Verpackung. Ich lese nochmal vor. Verpackung ist aber, da muss ich ehrlich sein, eine der am besten aussehenden. Also da hat er sich mal an einer gewagten Grammatikkonstruktion versucht. Ja. Leider gestolpert schon relativ früh im Satz. Aber ich rechne es Sebastian hoch an, dass er hier gesagt hat, nee, ich pack mal eine. Aber können wir schon zusammenfassen, er ist gescheitert. Und zwar. Definitiv. Gut, aber das ist auch nicht überraschend von Leuten, die sich sowas holen. Wir sind hier nochmal drin. Oh, ich finde das schon nicht. Ich finde das schon ganz. Also, das mit dem Rauch finde ich klasse, sage ich dir ganz ehrlich. Oh, weiß ich nicht. Du hast ja bald Geburtstag, ne? Kann man da vielleicht für dich mal was einpacken? Ein Jahr noch, ja. Also. Not good at all. Horrendous! Bought this for my partner for a Valentine's Day present. Tja, wäre das so ein Ding, das... Ja gut, brauche ich nicht fragen. Also, ich sag jetzt mal so, du musst anfangen zu tippen. Wie glaubst du, ich mache schlechte Valentinstag-Geschenke oder was? Nur die höchste Qualität kannst du von mir erwarten. Schön ein paar Dominosteine und dann wird gespielt den ganzen Nachmittag. Ich hätte Bock drauf. Also, bei solchen... Wir haben ja schon Erfahrung so ein bisschen mit so Deko-Skulpturen. Das kann manchmal schon bis in die 60 Euro rein reichen. Ich glaube aber hier... Aber da sind ja auch noch so Räucherstäbchen dabei, ne? 10 Stück. Aber gut, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen Sägespäne zusammengedrückt, das ist fast nichts wert. Da hast du so ein Teil hier. Oder sind da noch 10 PCs mit dabei in der Lieferung? Könnte gut sein, ja. Natürlich für Leute wie Steffen zum Ausschlachten natürlich ideal. Ich sage 32,99 €. Also am meisten frage ich mich, wieso die dieses
sich gedacht haben, SEO-technisch, wie finden die Leute da, das packen wir alles in den Titel, da müssen nur die wichtigsten Sachen in den Titel. Wieso steht da zu Hause? Als drittes Ding. Ja, aber die Leute googeln, schreiben bei Amazon, oh, ich will zu Hause was Schönes haben. Hast du schon mal bei Amazon eingegeben, zu Hause? Noch nicht, aber ich werde es tun, weil mein Zuhause lässt zu wünschen übrig. Übrigens Nummer 11 in Räucherstäbchenhalter. Aha. Also es gibt noch 10 bessere Räucherstäbchenhalter. Ich bin bei 32,99 €. Aus was ist das? Ist das Porzellan? Keramik. Ist das Stein? Keramik. Nee. Sag mal, das ist klar, du könntest natürlich so im Esoterikbereich kann man natürlich gut und gerne mal richtig viel Kohle entfernen. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, es ist ganz gut wertet. Deswegen sind wir im günstigeren Bereich bei diese Beschreibung. Sorry, diese Beschreibungstexte sind fantastisch. Beleuchtet eine Weihrauch warm und bequem. Eine gute Geruch von Weihrauch vor der Gäste besuchen sie auch, ist nicht nur ein höflicher Respekt für die Gäste, sondern spiegelt auch die Horstgeschmack. Und das ist nochmal zurück in Google Translator und dann haben wir den Salat. Google also ich sag, Translator. 21,95 €. Google Translator. 61. 21,95 €. Das ist günstiger, glaube ich. Also 22 gegen 33. Wir gucken rein. Bitteschön, wir sind bei 26. Mathe. Mathe. Ah ja, gut. Aber da haben wir jetzt mal uns was gegeben. Ui. Oh. Das ist ja wirklich der größte Crap, den ich je gesehen habe. Da kaufst du dir eine Dose mit Wasser. Aus der Vulkaneifel. Ja gut, danke. Ist doch ganz geil, oder? Also ich glaube, das Mineralwasser ist so eine Präsentationssache. Ich glaube, wenn du da einfach irgendwie so eine 2-Liter-Flasche, die da irgendwie reinkübelst, aber wenn du sagst, wenn du das noch ein bisschen ins Gefrierfach legst und dann sagst, so jetzt mit bewusst Mineralwasser genießen, dann glaube ich, kann das ein richtig erfrischender, kalorienarmer Drink sein. Ich glaube, das ist fantastisch. Ich sag gar nicht, dass es nicht schmeckt. Ich habe einfach nur so diesen Umweltaspekt im Kopf. Da frage ich mich, ist umwelttechnisch, sind Dosen oder so PET-Dinger schlimmer? Naja, es wird doch beides recycelt, oder? Es gibt auch Pfand. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Also, es sind Kationen in Milligramm pro Liter. Die Kommis. Das checke ich immer nicht mit diesen ganzen Metallen da. Woher soll ich denn jetzt wissen, ob das jetzt gut oder schlecht ist? So bei Kalorien weiß ich, je mehr, desto schlechter oder desto weniger soll ich davon essen. Aber hier Calcium 143 Milligramm pro Liter, ist das jetzt gut oder schlecht? Könnte giftig sein. Also, ich glaube nicht, dass die Hersteller ein giftiges Produkt erstens in ihr Produkt gießen würden. Man würde versuchen, dass man das einfach wieder wegkriegt und zweitens dann auch nicht hinschreiben. Ja, aber soll mich das jetzt beeindrucken oder soll mich das warnen? Naja, also hast du noch nie in deinem Leben, ich habe das früher schon gemacht, als ich noch Mineralwasser aus Flaschen getrunken habe, habe ich schon verglichen nach den Mineralien und habe dann gedacht, naja, das, wo mehr Mineralien drin sind, das wird schon auch gesünder sein und besser. Du kannst ja auch nicht einfach Essen vergleichen und da, wo mehr Salz drin ist, das ist besser. Also du musst ja wissen. Magnesium und Kalzium weißt du ja, das ist gut für den Körper. Und woher denn? Woher weißt du das denn? Ich nehme jeden Tag hier eine Magnesium-Kalzium-Dings. Ja, gut. Und? Bist du gesund oder nicht? Mir wächst schon ein dritter Fuß. Vor allem. Der Nachteil. Summe der gelösten Mineralstoffe 2000 Milligramm. In 100 Gramm Wasser sind 2 Gramm Metall drin? Wieso Metall? Nein. Naja, was ist das denn? Mineralien, okay, von mir aus. Ist ja was Ähnliches wie Metall, oder nicht? Aber das ist doch 2 Gramm. Das kann man doch schon. Das kann man schon als fahrlässig bezeichnen, kann man das, ja. Also wir haben ja auf jeden Fall einen 24er-Pack, 24 Dosen. Ja, ich weiß nicht, wer sich sowas bestellt. Ist es vielleicht so für Geschäfte oder so, die dann verkaufen, aber die verkaufen eher Flaschen als Dosen, oder? Weil nochmal zu den Mineralien und dem Wasser. Ich habe tatsächlich früher, ich war mal, wir können ja hier jede Produktnamen sagen, weil wir eine scheiß Produktrateshow sind. Ich habe Volvic früher immer getrunken und war süchtig. Ich bin der Meinung, dass Volvic auf irgendeine Weise durch irgendein Mineral süchtig macht. Mhm. Also man hat wirklich
übermäßig viel getrunken. Und ich dachte immer, dass es besonders nahrhaft sei, was Mineralien angeht, weil es so einen eisigen Geschmack hat oder so einen gesteinigen Geschmack. Aber es ist alles Marketing. Dann schau mal hinten drauf auf die Volvic-Flaschen. Die haben wirklich also signifikant weniger Mineralien als andere Mineralwasser. Natürlich eine Frechheit, ne? Ist das nicht spannend, Florentin? Das ist extrem spannend. Ja, ich glaube, ich habe schon seit mehreren Jahren kein gekauftes Wasser mehr getrunken. Ja, immer schön aus dem Hahn. Erstmal nochmal schön über die Orgonenkristalle laufen lassen, dann ist es perfekt. Also, ja, tolles Produkt. Leider vollkommen verbeulte Dosen. Leider vollkommene Dosen. Losen. Feider vollkommene Beulen. Und jetzt ist es luxemburgisch. Verleidete Beulen. Das klingt wirklich luxemburgisch. Leider habe ich mir etwas anderes erwartet. Da ich immer schon auf der Suche nach einem Mineral in der Dose war, dachte ich, ich hätte hier mein Glück gefunden. Jedoch ist der Geschmack unterirdisch. Na gut, das kann aber bei einem Mineralwasser auch positiv sein. Unterirdisch. Schmeckt nach Metall, bitter, einfach nicht gut, sehr, sehr schade. Schlechter geht kaum noch. Mir schmeckt das Wasser einfach gar nicht. Widerlich. Ich habe noch nie Mineralwasser getrunken, das überhaupt so einen Geschmack hatte, dass ich es als weder gut noch positiv hätte beschreiben können. Wobei schon, also je nachdem, wie viel Kohlensäure es drin ist, kann man schon mal sagen, naja, es schmeckt einfach viel lasch oder so. Und dann könnte man von widerlich sprechen. Aber ich glaube, die Leute sind stärker enttäuscht, als ich gerade denke. Yeah. Interesting idea. Water in a can is an interesting idea. I've never seen anything like that before. Also, Was stand da noch? Der hat was mit Germany geschrieben, oder? Ja, so. Dass die Beschreibung sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ich dachte, das hätte er irgendwie zum ersten Mal in Deutschland. Gibt es so Leute, die einfach durch Amazon streifen und sich denken so, oh, das ist ja eine verrückte Idee, das probiere ich mal aus. Also gibt es Leute, die in Amazon bummeln? Weil ich gehe auf Amazon, suche, was ich will, kauf's easy. Gibt es Leute, die sich da wirklich so, wie bei YouTube klickt man sich ja immer so durch die vorgeschlagenen Videos, gibt es Leute, die da so ein bisschen shoppen? Ich glaube ja, also zum Beispiel, ich erwische mich schon so bei, keine Ahnung, Rabattaktionen oder Black Friday oder sowas, dass ich da zumindest dann ein bisschen stöbere. Aha. Und dann auch mal Sachen kaufe, die ich gar nicht kaufen wollte. Noch nie passiert bei dir oder mal irgendwie so? Nee, ich bin zunehmend frustriert mit Amazon. Ich shoppe immer, nehme 5 Produkte in den Warenkorb, check aus. Es heißt, alle 5 können nicht in eine Packstation geschickt werden. Ich lösche alle 5 wieder, Tab zu und das war's. So läuft bei mir Amazon-Shopping ab und dann bestelle ich gar nichts. Aber ganz gut für die Brieftasche. 24 Dosen, sagen wir mal, eine kostet 60 Cent, 70 Cent, 1 Euro, 24 Euro, 25 Euro, 20 Euro. Ich 24 Dosen, wo sind wir denn da? Also seien deine dummen Rechnungen irgendwas wert? Also, 24er Pack Einweg. Was kostet denn so eine Dose Cola, wenn ich die irgendwo kaufe? Dann kostet die doch bestimmt beim Kiosk oder so 2-3 Euro, vielleicht 2,50 Euro oder sowas. 3 Euro vielleicht. Und so eine Wasserdose wird gar nicht so viel günstiger sein. Das ist ja oft das Traurige. Vielleicht schon so 1,90 oder so. Dann sagen wir mal 2 Euro. Wie viel sind das? 24? 24 Stück, 8 Liter insgesamt. 24. Aber wir brauchen ja jetzt nicht rechnen, was es im Kiosk kostet, sondern was es auf Amazon kostet, meine lieben Damen und Herren. 24. Hat das vielleicht einen Euro kosten? Dann haben wir 24 Euro. Ich habe halt noch nie so Dosen in Paletten oder so gekauft. Ich kann das ganz schlecht einschätzen. Aber ich sag mal einen Euro. Es wird schon ein gutes Stück billiger sein, glaube ich. 20. Gut, ich fange mal an und sage, das Ding kostet 19,99. Nee, da wärst du ja fast bei 1 Euro pro Dose. Das ist zu viel. Ich sag 14,99 €. Nee. Nee, doch. Doch, sag ich. 14,90 € ja, zu, glaube ich, 19, irgendwas in der Richtung. Wir gucken mal und bitteschön. 10,59 €. Nee, Moment, das ist Spar-Abo. Das hätten wir frei, aber gut. 11,77 €. Yes! Wie viel steht's? 3,3. 3,3. Jetzt kaufen wir 5 Schnecken oder was?
Oh, sorry. Langsamer auflösen. Ja, Entschuldigung. Moment mal. Schnecken? Also letztes Mal hatten wir Ameisen, jetzt kommen die Schnecken dazu. Eine Wie viele Tiere kann man denn auf Amazon bestellen? Wie viele unterschiedliche oder die Zahl, die absolute Zahl? Die absolute Grammzahl. Zehner Putztruppe. Dann kannst du eine Zehner Putztruppe holen. Die putzt deine ganze Wohnung. Braucht halt 6 Jahre dafür, bis sie einmal durch ist. Aber die putzen das. Für einen guten Stundenlohn würde ich die anstellen. Ich kann dir schon mal sagen, da komme ich wieder als alter Aquarianer. Diese Dinger sind schon klasse. Diese Putz. Das sind so, damit die Algen ein bisschen auffressen und so weiter. Ich muss nur sagen, die vermehren sich wie die scheiß Knickel. Alter, das ist ja schrecklich, was ich hier lese. Können Sie zusammen mit 3 Helena, in Klammern Killerschnecken, in einem 120 Liter Aquarium leben? Wir würden die Vergesellschaftung nicht empfehlen, da die Raubschnecken auch an die Batikschnecken gehen. Es gibt Raubschnecken? Die fressen andere Schnecken? Ist das die langweiligste Verfolgungsjagd der Welt? Wie unerträglich ist das denn? Da kommt so eine Raubschnecke auf dich zu. Du weißt, ich bin langsamer als die, aber es braucht halt noch 4 Wochen, bis die mich eingeholt hat und dann frisst die mich auf. In 4 Wochen habe ich ein richtiges Problem. Ja. Naja, gut, die Tierwelt ist grausam, Florentin Will. Das Wort Raubschnecke alleine ist für mich schon. Ja, also ich kann nochmal darauf zurückkommen, dass die Dinger sich wirklich sehr stark vermehren. Also wenn in meinem Aquarium alles kaputt gegangen ist, die Schnecken, Apfelschnecken hatte ich immer, die sind so gelbe Dinger, die haben es überlebt und die wurden mehr und mehr und mehr. Das Aquarium bestand zum Schluss nur noch aus 30% Kies, der Rest waren Schneckenhäuser. Wirklich alles voller Schnecken und Totenschnecken vor allem. Das heißt, die sind wahrscheinlich sehr leicht herzustellen, sehr leicht zu multiplizieren und zu vermehren. Ich glaube nicht, dass sie teuer sind. Allerdings kenne ich jetzt nicht diese Schneckenart. Ja, also die Leute scheinen begeistert. Jemand schreibt hier, jo, so sind sie de Rennschnecke. Schneller als Schall und Rauch flitzen sie durchs Aquarium. Ganz schön munter, die Kleinen. Was besonders toll war, statt 5 kamen 7 an. In verschiedenen Größen. Ja, guck mal, ich sag's doch, in der Zwischenzeit. Ich glaube, L.S. hatte den schönsten Tag seines oder ihres Lebens. Einfach, die kommen 7 an, die waren schnell. Lustig ist, man sieht eine beim Zimmer verlassen an einer Stelle und wenn man zurückkommt, ist sie mindestens 15 Zentimeter in eine andere Richtung in kürzester Zeit weitergeflunscht. Ja, das ist zum Totlachen, Kollege. Da könnte ich mich beömmeln. Das ist Comedy für mich. Mehr kann ich nicht berichten, da ich sie erst seit 4 Stunden habe. Er war so begeistert, dass er nach 4 Stunden eine Rezension geschrieben hat. Oh Mann, herrlich. Und wie oft ist er aus dem Raum gegangen, nur um zu gucken, wie weit sie danach gekommen ist? Immer wieder raus, wieder rein. Immer wieder. Top Schneckchen. Nicht zu empfehlen, was sagt die denn? Die Schnecken seien überhaupt nicht so auf wie auf dem Bild. Ich habe 5 Schnecken erhalten, wovon nur noch eine trotz optimaler Wasserqualität liebt. Die anderen 4 sind zynisch geworden, nur noch eine ist liebefähig. Eiskalte Killerschnecken sind es geworden. Die Schnecken waren alle dunkel und von gelb oder orange keine Spur. Sie waren gut verpackt bei mir an. Ich würde sie nicht nochmal kaufen. Also gut. Erstmal, ja. Ja, was kosten 5 Schnecken? Werden die denn als Eier? Nee, die werden wirklich als Schnecken verschickt, oder was? In so einem Wasserbeutel. Ist ja dann quasi eine Lieferung frei Haus für die, oder? Also. Lars, ich habe eine Frage an dich. Ja. Wie heißt eine russische Schnecke? Sag mal. Schleimstakovic, ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Lars, ja. Haus, rotes Haus. Ja, endlich tut sich das Publikum mal. Seit 40 Minuten sitzen die da rum und machen gar nichts. Die warten, dass Senf ausgeliefert wird. Ja, ihr habt ja einen Senf. Da kommt gar nichts. Oh.
Freunde, ich habe nämlich hier ein kleines Charadenspiel betrieben. Ich kenne mich nämlich extrem gut mit Schnecken aus. Und ich würde sagen, Schnecken sind überraschend billig. Top-Alpenkiller, Batik-Schnecke, also eine Schnecke, ein Euro Bosch, ist bei mir. Bosch-Schnecke. Eine Schnecke, eine Mark ist aber eigentlich bei mir früher auf dem Marktplatz eigentlich immer die Regel. Klar, hier auf Amazon, da musst du natürlich noch mit Verpackung, Versand und dann müssen die gefüttert werden und so und auf die Reise vorbereitet werden, passt und so. Viel auch über Kontrolle und Gepäck und so. Das ist natürlich aufwendig. Das würde ich sagen, eine Schnecke 2,50, dann sind wir bei 12,50 Euro. Zack, verkauft für 12,50 Euro. Aha. 12,50 Euro, sagst du, kosten diese Tiere. Fünferpackungen, ha? Jo. Sagst du, ha? Fofi. Hast du alles gesagt, ne? Fünf Wirbel. Ja, also viel mehr kostet es nicht, sag ich dir. Nee, 12,50 Euro hast du doch nicht gesagt, oder? Doch, ich habe 12,50 Euro gesagt. Ach so, ja, nee, das ist ja viel zu teuer. Hoffe ich mal. Ich sag, das kostet 8,50 Euro. 8,50 Euro. Wer von uns näher dran liegt und ob kleine Schnecken schmecken, sehen wir jetzt 8,50 Euro gegen 12,50 Euro. Ich bin extrem gespannt. Vielleicht gibt es die Senfpünktchen für mich oben drauf, bitte. Yes! Yes! Wo denn? Ich weiß nicht. 18 Euro. 17,95 Euro. Oh, kleine Schnecken schmecken. In your face, Pausen. Fuck, ich hole mir, hol mir die Krone. Oh, es geht weiter. Es geht weiter. Etsy-Roller. Sitzrad Classic Ride 1. Etsy-Rolle, Olli. Oh, geil, perfekt. Schön damit einfach nur das Autofahren nicht mehr rauskommen. Herrlich, das ist eine Kindheit. Die wünscht man sich. Also, der Typ ist so begeistert von seinem Roller, dass er tatsächlich mit was anderem spielt, während er auf dem Roller sitzt. Der Typ ist einmal kurz nach Hawaii gefahren, dann wieder zurück. Kannst du jederzeit machen. Also, sieht auch wirklich nach guter Laune aus. Da kann ich überhaupt nicht, mich nicht mit beschweren. Da hinten ist eine Hüpfburg und die Kinder ziehen den Roller vor. Ich habe tatsächlich so ein Ding gekauft kürzlich, um, wie du gerade gesagt hast, unter ein Auto zu kommen, weil in meinem Auto ist unten mittlerweile alles trocken und so. Und ich habe da natürlich erstmal wieder eine schöne Ladung Senf dran geklatscht. Oh. Hast du eigentlich dein Rennzwerg noch da, von damals? Mein Ferrari? Ja, sicher. Na klar, natürlich. Packt unten in der Garage da unten halt nicht drin. Nicht schlecht. Ich glaube, ich habe letztens zwei Kinder auf so einem Etsy rumfahren sehen. Das ist offensichtlich der letzte Schrei. Wir sehen auch 2000 Bewertungen. Alle sind mega begeistert. Es sind 5 von 5 Sternen. Das ist ein Trendding. Das gab es bei uns früher nicht. Bei uns gab es Bobbycar. Aber wie treibt man das denn an? Also muss man dann selber mit den... Ist es so dann so Snakeboard-mäßig, dass man so hin und her wackeln muss? Oder ist es dann so wie so ein Skateboard? Sind da Pedale oder nicht? Nee? Pedale sehe ich da nicht. Da vorne, doch. Das da... Nee. Ach so, nee. Nee, aber mit den Händen oder was? Nee, da ist überhaupt nicht, die Räder sind komplett lose. Nee, hast du recht, ja. Dann habe ich so Kinder doch nicht darauf rumfahren. Also du packst dann da die Bobbahn runter oder was? Oder wie läuft das? Heizt dann da durch den Wald? Oder schön hinten einen Trecker dran, du. Sag ich mal, die Landkinder wissen, wie man Spaß hat. Ja, schön Skateboard an den Trecker ran und dann durch den Wald ballern. Und wer überlebt, hat gewonnen. Das war meine Jugend. Doch, die treten doch. Nein, da kann man nicht treten. Ja, aber wie kommen die denn dann voran? Gar nicht, die stehen ja nur rum. Was für eine Scheiße, für eine Blöde. Ach, du liebes. Hier, der Typ klaut das Kind hier währenddessen. Haben Sie diesen Mann gesehen? Kann man direkt in die Fahne. Die Roller davon gebrettert. Die Polizei musste die Verfolgungsjagd aufgeben. Der Enzi-Roller war zu schnell. Aus Fairnessgründen hat die Polizei die Verfolgungsjagd nämlich auch auf einem Enzi-Roller aufgenommen. Ist das Madeleine McCann? What the fuck? Ist das Portugal? Die ist nicht älter geworden. Alter, haben wir gerade den Fall gelöst? Es ist nicht lustig für Unti, da sind grausame Dinge passiert. Ist aber auch noch nicht lieferbar, erst am 6. Juni wieder. Na gut, das ist ja bald. Was ist denn das? Ich verstehe das nicht, gibt es nicht ein Video dazu? Ich glaube, du fährst damit einfach schönen Abhang runter, oder? Ich weiß es nicht. Schönen Abhang, aber die Bilder sind doch, da ist doch keine Steigung, 0%. Es kann schon sein, dass dadurch, dass man das so nach links, rechts fährt, ich weiß nicht, ob du Snakeboards kennst. Ich weiß, was du meinst. Die waren auch so für 2 Wochen cool, als ich ein Kind war. Und dann muss man das so hin und her rödeln. Keine Videos? Nee. Ja, keine Videos. Aber es scheint schon der Shit zu sein. Aber es ist teuer, also... Vielleicht ist der sogar mit Batterie betrieben. Nee. Ich weiß es nicht.
Also ich habe die Senfkarte gezückt, also hilft ja nichts, ne? Ich muss ran. Geh nochmal ganz hoch, bitte. Ich brauche wieder Titel und so weiter. Etsy. Ja, aber das ist schon, also gut, das hat viele Bewertungen, das ist auf Platz 1. Das wird ein Qualitätsprodukt sein, das hat dann schon seinen Preis, ne? Gott, wie weit muss man herunterscrollen? Also es geht um die Farbe Lindgrün. Lindgrün, es ist ein Ding, kostenloser Versand. Sitzrad Classic Ride On. 2000 Leute haben das gekauft. Das kann nicht so super teuer sein, wenn es 2000 Leute kaufen. Aber es ist ein Kinderprodukt. Du könntest es auch nicht so super günstig, besser Nummer 1 in Go-Karts übrigens. Ja, ja. Du kannst das nicht zu billig anbieten, weil das kaufst du dann nicht für dein Kind und bewertest es so gut. Wir sind also im eher, naja. Ich sag mal, das Ding kostet und das. Ich muss zugeben, in dem Fall weiß ich es wirklich nicht. Es könnte ein Riesen-Range sein. 59 Euro und 99 Cent. Mhm. Weil es, ja. Ist ja nicht mal, es ist ja nicht mal mit Getriebe und Ketten und Zahnrad und so oder ein Cat-Car. Es ist ja einfach nur, du hast nur Bremsen und dann so dieses Ding da dran. Wenn ich diesen Punkt holen sollte, dann gibt es noch einen Stechen. Und wenn du diesen Punkt holst, dann hast du tatsächlich mal wieder gewonnen, Florentin Will. Ich sag 49,99 Euro. Ich glaube, das ist nicht ganz so teuer. Aber die Range, da warst du goldrichtig. Aber ich glaube, es ist billiger, weil es, wie gesagt, einfach nur Metall, ein paar Röllchen ist. Was sagst du? 59,99 Euro. Das weißt du ganz genau, was ich gesagt habe. Und du 59. sagst 49,99 Euro. So, und jetzt hoffe ich mal, dass die Eltern da draußen Dinge für ihre Kinder auch wirklich was zahlen wollen. Und nicht so ein Billigschrott. 49 Euro ist doch völliger Blödsinn. Ruht der Senffluch auf Lars Schultern? Oder kann ich den Punkt holen? 50 gegen 60 Euro. Wir gucken rein. Es sind 99! Stechen. Ey, du nimmst mir. Nein, du nimmst mir nicht die Senf vom Brot. Stechen. Ohne Witz. Doch, fick dich. Ich war selten so nah dran. Tut dir nicht gut. Senf tut dir nicht gut. Sonnensystem mit Motor, Geo-Safari, okay, ist aus Plastik. Stark. Motorized Solar System, dreht sich durch die Gegend. Ist da noch der Betrügerplanet drin? Nee, Pluto ist rausgeschmissen worden. Ist so abgeschnitten. So der Draht einfach abgeknipst. Ja. Alter, was für ein Arschloch, oder? Tut jahrzehntelang so, als wäre ein Planet, um dann einfach abzuhauen. Jahrelang befreundet er sich mit den anderen Planeten, trinkt mit denen ein und dann irgendwann, ja, sorry, Leute, ich wollte es euch schon lange mal sagen, aber ich bin kein Planet, ich bin keiner von euch. Das ist die krasseste Hochstapler-Geschichte der Menschheit, des Universums. Peinliche Pluto-Aktion. Also, es geht um Simulationsprogramm, wieder für Kinder. Also ab 8 Jahren. Mann, ich kann nichts tun! Ich kann leider nichts tun. Muss nur schätzen. 23 Zentimeter. Was macht das denn genau? Ist es ja, jetzt das dreht sich da mit extrem hoher Geschwindigkeit durch. Also das sind, glaube ich, 4000 Rotationen pro Minute. Da darf man nicht zu nah dran kommen, sonst wird das Kind da einfach aufgefressen. Ja, höchst gefährliches Ding. Aber ist Plastik halt, viel Plastik. Projiziert oder? Achso, nee, das sind nur die Lichter. Da stand doch, das sah doch gerade so aus, als würde das irgendwie so an die Decke projiziert werden, oder nicht? Nee. Bei irgendeinem Foto, ich weiß nicht, ob die beleuchtet sind, ehrlich gesagt. Irgendwas hattest du doch gerade offen. Naja, egal. Doch, projiziert mit der mitgelieferten Sternkuppel eine dem Planetarium nachempfundene Sternenschau. Aha. Mhm. Okay, gut zu wissen. Es geht also nicht nur um diese billigen Planetendinger, sondern auch um Beamer. Oder was ist es dann? Licht einfach nur. Ansonsten aber als Anfängermodell für den Preis noch das günstigste. Was ist denn? Was ist Beamer eigentlich, Florentin? Es ist Licht. Ja, es ist halt ein umgekehrter Fotoapparat. Ein umgekehrter Fotoapparat. Was ist Licht und was kommt da raus? Laser? Licht? Nee, Licht. Und dann hältst du da ein Bildchen davor und dann siehst du das Bild an der Wand. Mhm. Na gut. Also das ist halt ein Plastikding mit einem kleinen Motor drin. Irgendwie klar, für Kinder muss das dann nochmal irgendwie durch Sicherheitsbeschränkungen durch. Das treibt den Preis natürlich in ungeahnte Höhen. Wenn nicht sogar astronomische Höhen. Das ist extrem teuer, dieses Produkt. Jetzt muss ich anfangen, ne? Fuck. Und du geierst dich hier wieder durch diesen Scheiß. Pff, Alter. Komm.
Gib mir mal einen Punkt jetzt. Ich brauche eine Krone. Einfach mal, um durchs Wochenende zu kommen. Eine Krone. Was kostet so ein Ding? Ich sag, es kostet... Es ist Plastik. Es ist nicht so teuer. Es ist für den Preis. Es ist in 18,99 Euro. Und wieder auf der Zielgeraden. Beim Hürdenlauf, ne? Er hat heute wirklich weniger Hürden als sonst umgeschmissen komplett. Normalerweise läuft er da durch und springt gar nicht hoch. Versemmelt jede einzelne Hürde. Und jetzt ist es so, heute hat er sich gar nicht schlecht angestellt. Und dann kommen wir zum letzten Produkt und er haut sich komplett auf die Fresse mit dieser Schlucht. Du wirst deine Worte noch herunterschlucken, LP. Du wirst sie vom Boden aufsammeln und heruntergobeln und daran ersticken. 29,99 Euro. Boah. 19 Euro sag ich, 30 Euro sagt Pelsen. Ob er da nicht dieses Stück Plastik überschätzt, wir schauen rein. Es ist die Entscheidung für heute. Wer hier richtig liegt, der gewinnt diese Runde und die Krone. Es sind 35 Euro. Fuck. In den letzten Metern stolpert. Das ist doch nicht dein Scheißernst, Mann. Du hast halt wirklich nicht so viel dummes Zeug gebaut wie sonst. Aber diese letzte Schätzung war ein absoluter Müll. Mann, ey. Ihr seht, wie sehr ich mich freue über diesen erneuten Sieg. Kaum zu glauben, dass ich ihn noch aufholen konnte. Aber was soll man machen, wenn er lieber den Boden küsst, anstatt einfach diese letzte Hürde auch noch zu nehmen? Ich habe die Senfkarte perfekt eingesetzt. Ich habe mir 2 Senfpunkte geholt. Ich habe strategisch fehlerlos gespielt. Gut vorgelegt. Ruhe behalten, als du aufgeholt hast, aber dann... Ja, diese dumme, billige Schätzung zum Schluss. Und hört auf zu schreiben, Florentin verliert, weil er immer zu hoch oder zu niedrig schätzt. Es gibt genauso viele Leute, die schreiben, er verliert, weil er zu hoch schätzt, wie Leute, die schreiben, er hat zu niedrig geschätzt. Verwirrt den jungen Mann nicht. Der muss wieder zu sich kommen und das schafft Geld er. Geld ist, für mich halt kein Thema. Ich bin halt eher Naturtyp. Ja, ich gehe raus in den Wald und baue mir da meine Freunde so. Ich brauche kein Geld. Keine Ahnung, was das alles kostet. Wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang, du und ich. Ihr lasst einen schönen Like da hier bei der ganzen Nummer. Und wenn ihr sagt, Mensch, Rocket Beans unterstütze ich sehr gerne in diesen schwierigen Zeiten, dann schaut doch mal beim Rocket Beans. Habe ich eine Folge im Homeoffice gewonnen? Habe ich eine Folge gewonnen? Ich glaube, keine einzige. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, wann du überhaupt noch eine Folge von irgendeinem Format gewonnen hast. Wirklich nicht. Kann ich mich nicht daran erinnern. Also, aber du bist jetzt schuld, nach dieser Schätzung, ganz ehrlich. Nein, ja, das ist im Nachhinein immer leicht zu sagen. Nee, come on, du kannst. Wenn in den Kommentaren stand für den Preis Anfängermodell, ja, das ist aus Plastik der Scheiß mit dem Elektromotor, das ist nichts wert. Komm, ein 1000-Euro-Roller ist auch aus Plastik zu 90%. Naja, komm. Also, schönen Tag euch noch, ne? Lasst ein Like da, bis dann, ciao. Du bist kompletter Loser, ein Versager, mehr nicht. Pfiffige Ziffern, pfiffige Ziffern, mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern.